Hey Thora, ich lese gerade ein total spannendes Buch über die Zukunft. Erzähle ich dir beim nächsten Treffen. Liebe Grüße. Und senden. Wäre das nicht mega praktisch, wenn wir allein mit der Kraft unserer Gedanken Dinge um uns herum steuern könnten, Nachrichten verschicken, ganz ohne Tippen und so? Tatsächlich arbeitet die Hirnforschung an sowas. Wird Science Fiction also bald Realität? Nice, so unfassbar. Oder kann die Technik vielleicht sogar schon unsere Gedanken lesen? In diesem Video werden wir sogar noch gemeinsam versuchen, ob man nur mit seinen Gedanken einen anderen Menschen steuern kann. Aua, aua, aua! Daumen drückt auf Finger. Ich kann das nicht stoppen. Öffnen, öffnen. Bitte öffnen. Vielleicht schreiben wir bald nicht nur allein mit unseren Gedanken Mails, sondern gehen sogar via Gedankenblitz auf Online-Shopping-Tour. Nee. Doch, der ist richtig cool. Gibt's den auch in grün? Und vielleicht sogar irgendwo noch ein bisschen billiger? Yes, kaufen! Auf der einen Seite denke ich, sau praktisch. Auf der anderen Seite halt auch echt scary. Schließlich geht's hier um unsere Gedanken. Das Intimste, was wir überhaupt haben. Was wäre denn, wenn die irgendwann einfach jeder so mitlesen könnte? Na, dass das hier alles nur Spaß ist, das muss ich euch wohl nicht sagen. Aber wie weit ist die Forschung denn nun? Kann Technik mir tatsächlich in den Kopf gucken, entziffern, was da drin steckt und das vor allem auch noch in Befehl übersetzen? Dazu mache ich gleich ein ziemlich aufregendes Experiment. Und ich dachte mir, damit es ein bisschen mehr Spaß macht, bringe ich noch eine Freundin mit. Hey Thora! Ja, hallo! Hallo, schön, dich zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Kommst du rein? Alles klar. Als ich gelesen habe, so im Vorfeld, ne, habe ich schon gesehen, dass diese Gehirn-Computerschnittstellen, daran forschen Unis eigentlich schon seit 30 Jahren. Also schon wirklich eine lange Zeit ist man da am Entwickeln. Also Facebook forscht ja an so einer Art Stirnband, das man sich aufsetzen kann und was dann aus den Gehirnströmen die Worte extrahiert, die man denkt, sodass man viel schneller was aufschreiben kann, als wenn man es tippen würde. Das finde ich ganz lustig, weil irgendwie meine Eltern sagen eh schon immer so, du tippst so schnell, ne? Und vielleicht sagen wir dann irgendwann mal zu unseren Kindern, wir mussten damals noch mit dem Finger. Aber das stimmt, wenn ich in dem Moment, wo ich denke, schreib eine Nachricht an Jasmina mit dem Inhalt, wenn die dann schon gesendet ist, dann ja. Besoffene Textnachrichten. Oh Gott. Gruselig wird es für mich an dem Punkt, wo Sachen ins Gehirn implantiert werden. Mhm. Also da hat Elon Musk ja jetzt Pläne mit seinem Neuralink. Das ist ja invasiv. Da lässt man sich den Kopf aufschneiden, damit da was reingepflanzt wird. Kannst du dir das vorstellen, das machen zu lassen? Es ist schon auch ein cooler Gedanke, dass man sagen kann, man erleichtert sich so das Alltagsleben eben noch mehr. Ne? Das wäre schon nochmal eine neue Art der Revolution. Wenn wir dann zum Beispiel jetzt einfach telepathisch miteinander kommunizieren könnten über unsere Computer-Chips. Im Hirn. Das wäre eine langweilige Sendung. Ja, das stimmt. Ich würde wahrscheinlich nicht zu den ersten gehören, die es ausprobieren. Mhm. Ich bin bei sowas doch eher auf der skeptischen Seite. Deswegen schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Freut ihr euch eher oder seht ihr es auch ein bisschen skeptisch? Würde mich echt mal interessieren. Die Gedanken sind frei. Also es sei denn natürlich, Elon Musk krallt sich unsere Gedanken. Dann sind sie nicht mehr frei, ey. Also bisher steckt die Technologie für den Alltag schon noch ganz schön in der Forschung. Aber in der Medizin wäre sowas alles andere als nur nice to have. Deshalb ist die Forschung da auch schon ein Stückchen weiter. Und wie weit, das wollen wir uns jetzt anschauen. Hier an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Berlin wird an Hirn-Computerschnittstellen für Exoskelette geforscht, die Menschen mit Lähmungen helfen sollen. Das hier ist jetzt eine Roboterhand, die wir mit unseren Gedanken steuern können. Genau. Früher waren diese Systeme riesig. Also ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe in der Forschung, waren das Riesenkästen. Mhm. Ja, man konnte das eigentlich auch nicht bewegen. Und heutzutage hat man das so. Zum Mitnehmen. Genau. Mhm. Das, sagen wir mal, war vor 20 Jahren eigentlich nicht möglich. Ein
eigentlich ist das ja dafür da, dass ich die Kappe aufsetze und das selber steuere. Aber spannender und vielleicht auch ein bisschen lustiger wäre es ja eigentlich, wenn Tora die Kappe aufsetzt und ich die Hand, sodass du dann am Ende sozusagen mich steuern kannst. Ich bin dein Gehirn. Jetzt soll der Computer ihre Gedanken lesen. Sie wird Hand auf, Hand zu denken und der Computer soll die Roboterhand, also mich, dann genau so steuern. Dann schlüpfe ich mal rein in den Handschuh. Ah. Oh, cool. Fühlt es sich futuristisch an? Es fühlt sich absolut futuristisch an und auch ein bisschen weirdo, weil ich jetzt ja sozusagen meine Hand in deinen Kopf lege. Was hast du getan? Achso, ich hab's jetzt angemacht. Das ist ja krass. Nice. So unfassbar. Aua, aua, aua. Aua, da. Daumen drückt auf Finger. Bitte öffnen. So, meine Hand liegt jetzt in deiner Macht, mein Schatz. Bitte öffne meine Hand. Das Öffnen klappt nicht so gut. Klappt nicht. Okay, das war nicht der beste mögliche Start. Versuch Nummer eins. Beim ersten Mal hast du es schon geschafft. Wie fühlt sich das an? Gruselig ein bisschen. Ja, für mich auch. Also, ich habe jetzt so ein bisschen Macht über dich. Mhm. Jetzt Handshake. Oh, ich hab ein bisschen Angst, dass mir viel. Ja, jetzt geht's um deinen Körper. komm okay. Schon. Oh, jetzt wird's gefällig mit deiner Hand. Jetzt wird's gefällig mit deiner Hand. Ist halt so ein bisschen seltsamer, awkward Handshake. Tja, ihr Lieben, wir hängen jetzt aneinander. Chips! Hätte ich jetzt gerne, Tora. Alles das ist jetzt deine Aufgabe. Ich habe Hunger und möchte gerne diese Chips. Die Hand wird geschlossen. Bist du bereit? Ja! Ja! Stopp, nicht die Kappe, Mann. Nicht kaputt, Mann. Halleluja. Also wenn man sich fragt, ob Technik schon unsere Gedanken lesen kann, dann würde ich sagen, ist das mal ein ganz schönes Aha-Erlebnis hier. Absolut faszinierend. Finde ich sehr, sehr cool. High five? Ja. Das Prinzip ist so. Die Schnittstelle misst unsere Hirnströme. Die heißen deshalb so, weil unser Gehirn tatsächlich elektrisch arbeitet. Jede Information wird in Form von elektrischen Signalen weitergeleitet. Und das EEG, das Enzephalogramm, das misst von außen die Veränderung dieser Signale, während wir denken. Bei einem bestimmten Gedanken werden immer bestimmte Nervenzellen gleichzeitig aktiv. Es entsteht also immer dasselbe individuelle Aktivitätsmuster. Und die Maschine, die muss lernen, ein bestimmtes Aktivitätsmuster einem bestimmten Gedanken zuzuordnen. Nach einer Zeit kann sie dann, wenn sie dieses Aktivitätsmuster registriert, das Ganze übersetzen in den richtigen Gedanken. Aber man sieht daran, dass woraus wir uns hier jetzt so ein bisschen Spaß gemacht haben, ne? Das ist eben für andere Menschen einfach das Wichtigste im Leben dann plötzlich. Zum Beispiel für Johannes Gehl. Er ist 38, Grundschullehrer und er hat eine gelähmte Hand. Ich bin über den Weihnachtsmarkt gegangen auf dem Weg zur Arbeit und hab plötzlich gespürt, wie ich Kontrolle über mein Bein verlor und auch irgendwie kein Gleichgewicht mehr hatte und hatte auch absolut gar keine Erklärung dafür. Ich hatte kurz gesagt eine Art Schlaganfall in Form von einer Hirnblutung. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich war jung, dynamisch und Snowboarder und all das. Und dann so, ich bin 27, Schlaganfall. Nee, das passt jetzt so nicht. Sorry, Herr Doktor, aber da täuschen Sie sich jetzt. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und was ist dann passiert? Dann war ich da dann erstmal für 3-4 Monate quasi in Pflegefall, kann man so sagen. Heftig. Kam dann in eine Reha-Klinik, die ich eigentlich so komplett Rollstuhl verbracht habe, wo ich dann wieder rudimentär gelernt habe zu gehen, erste Schritte, überhaupt den Arm wieder zu heben. Wie kann ich mir auch mit einer Hand die Schuhe binden? Wie kann ich mir auch mit einer Hand mich duschen? Mhm. Ja, also anstelle das Shampoo oder das Duschgel in die Hand zu tun,
stattdessen das auf die Schulter zu tun. Du kannst aber wahnsinnig stolz auf dich sein, dass du das so geschafft hast. Und jetzt hast du halt noch das Problem mit der Hand. Mit der Hand, ja. Wie hast du dann davon mitbekommen, dass es hier diese Forschung mit dem Exoskelett gibt? Ich habe einen Bericht gesehen über Exoskelette bei Menschen mit Querschnittslähmung. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn es das für Querschnittslähmungen gibt, dann kann ich mir fast nicht vorstellen, dass nicht irgendjemand auch bei Halbseitenlähmung zu dem Thema forscht. Ja. Und habe das dann gegoogelt. Also ich habe jetzt, wie gesagt, seit 10 Jahren die Hand nicht mehr eigenständig geöffnet und geschlossen. Und das mittels Kraft meiner Gedanken zu tun, das erinnere ich noch sehr genau. Ich habe vor allem wieder die Hand auf und zu, das war schon, hat geflasht. Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist keine Frage. Was wäre das Schönste, was du dir vorstellen könntest, wenn es so eine Hand jetzt wirklich im Alltag gäbe? Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, oh, das kann ich jetzt nicht mehr machen und das vermisse ich total zum Beispiel? Ja, tatsächlich. Karten spielen ist halt eine schwierige Sache, ne? Mit nur einer Hand. Mhm. Das geht natürlich nicht. Was mich bei Johannes echt total beeindruckt hat, war einfach zu sehen, wie diese Technik, die jetzt schon imstande ist, so einen einzelnen, simplen Gedanken auszulesen, was die im Bereich der Medizin jetzt schon bewirken kann. Letztlich geht es immer darum, von diesem Aktivitätsmuster eine bessere Auflösung zu bekommen. So als wollte man ein Bild weniger pixelig darstellen. Dafür arbeitet Suyo Sukeda an einem Ort, der mich ein bisschen an X-Men erinnert. Suyo, wo bringst du mich hin hier? Ach du Scheiße. Das ist echt wie bei X-Men hier. Ganz schön creepy. Das ist hier der am besten abgeschirmteste Raum an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Es gibt keinen Raum hier auf dem Planeten, der besser abgeschirmt ist. Der Kompass offenbart. Hier drin ist das Erdmagnetfeld aufgehoben. So lässt sich das Hirn frei von Störungen ausmessen. Hier geht es darum, dass wir die magnetischen Felder messen des Gehirns. Und die haben die Eigenschaft, dass die durch den Schädelknochen hindurchgehen, ohne dass sie verändert werden. Wenn wir zum Beispiel feststellen wollen, welche Greifbewegung machst du jetzt, welchen Finger bewegst du, dann brauchen wir mehr Informationen aus dem Gehirn. Und das hoffen wir zumindest mit diesen Quantensensoren erreichen zu können. Kannst du mich hören? Ja! Hier drin sollen die Aktivitätsmuster in ganz hoher Auflösung aufgezeichnet werden. So erkennt der Computer auch kleinste Bewegungsmuster. Zukünftig sollen sich so sogar einzelne Finger der Exoskeletthand steuern lassen. Ist es vorbei? Das ist deine Hirnaktivität. Der Computer muss ja erstmal lernen, was sind jetzt eigentlich konkret deine Gedanken und da sind wir völlig am Anfang. Aber könnte man auch mir stärker ins Gehirn blicken, sozusagen meine Gedanken ausspionieren? Ich finde, das ist so eine komische Vorstellung. Also ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich halte es vor allem für sehr wahrscheinlich, dass wir sehr viel enger mit Maschinen interagieren, ohne dass uns das wirklich bewusst ist. Diese Technologien entwickeln sich so schnell, dass wir jetzt darüber nachdenken müssen, wie sollen diese Technologien überhaupt eingesetzt werden? Gibt es Anwendungen, die wir verbieten möchten? Weil sie auch missbraucht werden könnte letzten Endes. Also Datenschutz auf ganz neuem Level, Gedankenschutz. Genau. Das würde mich übrigens auch bei euch mal interessieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Dann können wir gleich mal hier in der Kommentarspalte anfangen zu diskutieren, wie weit wir da überhaupt gehen wollen. Simple Gedanken zu übersetzen, das ist tatsächlich schon möglich. Aber bevor wir wirklich vielfältige Gedanken im Alltag auslesen können, davon sind wir noch meilenweit entfernt. Und da unser Gehirn einfach nur mal wahnsinnig komplex ist, wird das auch noch dauern, gerade mit nicht-invasiven Methoden. Trotzdem, das Prinzip ist verstanden und Forschung geht schnell. Also irgendwann wird das unseren Alltag überfluten. Und ich finde, da sollten wir doch lieber heute schon drüber diskutieren, wo die Reise dahin gehen soll. Wenn ihr wissen wollt, was ich zu anderen Themen noch so denke, tja, in 10 Jahren kann ich es euch vielleicht telepathisch übermitteln. Aber bis dahin müsst ihr euch schon noch anmelden, Terra Explore abonnieren und am besten die Glocke aktivieren. Zu einem anderen Video von uns kommt ihr übrigens da drüben. Und da ist noch ein weiteres aus dem ZDF-Kosmos.